Servus und willkommen zu Fortsim Ranked. Auf der Map Desert Dunes heißt es heute Feuervogel aus Team 1 gegen den Spion aus Team 2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir jetzt in-game und fangen direkt an bei uns. Wir spielen natürlich Firebird, die dritte Mine, die Windturbine und wir machen die einfachen Boxen, ja, einfach gecrosswollt, was schöner aussieht. Verkaufen hier direkt unser Metall und erweitern hier hinten, dass wir relativ zeitnah eine neue Turbine placen können. Auf der anderen Seite die dritte Mine und ein, ja, ich denke mal, das sind 52er Boxen oder sogar 56er Boxen. Viel, viel Holz und direkt nach unten connected. Während bei uns hier die Werkstatt schon läuft, baut unser Kollege hier unten noch seinen Fuß weiter auf und hat 1, 2, 3 Fundamente gemacht. Das sind jeweils 50 Metall und 200 Energie. Das ist für einen Anfang verdammt teuer. Und bei uns, ja, also bei ihm kommt jetzt die vierte Mine und bei uns, ihr seht diesen Zahn, den wir bauen. Das heißt, hier will ich meine Mörser reinsetzen mit diesem Schusskanal nach außen weg. Und er geht erstmal ganz gediegen, ganz entspannt, sehr economy-lastisch, erstmal die vierte Mine, hier sogar die fünfte Mine. Und ja, bei uns kommt derweil gerade mal die zweite Windturbine und wir fangen an hier unser Holz hier vorne zu erweitern, weil ich habe die Metallstreben rausgenommen, einfach um die freien Ressourcen in die Mörser zu stecken. Und Problem wäre, wenn jetzt hier so 1-2 Bassos reinfliegen, ist hier GG. Allerdings bei ihm noch weit entfernt, jetzt kommt erstmal die sechste Mine, also er geht hier wirklich voll Economy. Und ich fange hier an mit dem Hintergrundholz den Schusskanal frei zu machen. Erweiter nochmal nach unten, dass ich ein paar Gunner placen kann, weil diese riesigen Dinger hier, da hatte ich anfangs Sorgen, dass da Raketen kommen. Hab hier nicht rüber geschaut, hab verpennt, dass bei ihm die Werkstatt läuft, weil ich war hier gerade noch beschäftigt, meinen Schusskanal frei zu machen, dass ich ihm relativ schnell jetzt hier auf den Sack gehen kann und anzünden. Drei Gunner sind auch, ja, geplaced und im Aufbau. Während bei ihm hier unten eine Windturbine läuft, also zwei Windturbinen jetzt. Wenn ihr auf der Map spielt, also mindestens drei Windturbinen könnt ihr hier oben placen, ohne dass ihr mit Seilen was aufbauen müsst oder hier hinten nachziehen. Also nutzt den Spot hier oben einfach aus. Da sind die safe. Bei ihm die dritte Windturbine läuft. Mein Mörserfeuer scheint ihn hier wenig zu interessieren. Jetzt kommen zwar hier unten, kommen zwei Gunner, der eine wird instant rausgeholt, der andere brennt und verabschiedet sich auch. Hier oben kommt auch nochmal ein Gunner, unten auch nochmal, allerdings. Ja, na, die überleben sogar, die überleben das sogar. Komm, ja, aber jetzt geht er drauf. Der da unten könnte fertig werden, allerdings, ob der so viel macht. Ja, einen Mörser geblockt, immerhin. Wir haben nach unten ganz kurz connected, einfach dass es hier weniger schwankt und bauen jetzt unser Upgrade Center. Ich würde gern aus den Jungs hier Minigunnern machen und hier unten die Economy einfach von ihnen komplett zerschießen. Jetzt einfach mal rüber gehalten, weil ich habe ja den Gunner gesehen, dass der offen sitzt. Der ist raus und ja, die Gunner hinter Türen bringen gar nichts, weil der Mörser fliegt hier in dieser Bahn und sobald er einmal den Schusswinkel verlässt vom Gunner, geht die Tür wieder zu bzw. gar nicht erst auf. Und so, Windturbine geht, noch ein Gunner verabschiedet sich. Allerdings kommt hier die Bassau und das hat er gut gemacht. Er hat die nach hinten eingerückt, weil hier vorne brennt jedes Mal. Das heißt, wenn er die hier vorne aufbauen würde, also hier vorne, dann wird die wie die Gunner auch einfach abfackeln und nach hinten eingezogen, also einfach so eine Box nach hinten, sorgt dafür, dass die nicht abfackelt. Wir gehen derweil ins Upgrade für die Minigunner
bauen die vierte Mine und haben diesen Arm nach unten gemacht, dass wir hier gleich Schwarmraketenwerfer placen können. Bei ihm, die Buster schickt den ersten Gruß. Ich weiß nicht, ob er gesehen hat, dass da nur Holz ist, aber es war zumindest mal in dem ersten Moment, war für mich so, jo, wenn da noch eine zweite kommt, könnte es eng werden. Hier aimt er für die Mörser aufgrund des schnell noch vorgezogenen Hintergrundholzes, habe ich die Buster so weit geblockt, dass die mir nicht den Mörser abschneidet. Und jetzt kommt hier die Buster Nummer 2 und Nummer 3. Und ja, die sind eigentlich schweineteuer. Mit den Minigunnern beide Windturbinen rausgeholt und den Gunner, der im Aufbau war. Die Feuermörser machen ihre Arbeit und jetzt kann ich für die Minen gehen. Die eine Mine ist rausgenommen, zwei Stück beschädigt, die beide repariert werden. Und hier nochmal die Connection angezündet. Wieder auf die Minen gehalten. Die Buster schneidet hier oben rein, allerdings ja nicht so effizient. Hier mit den Feuermörsern nochmal reingehalten, die nächste Mine rausgeholt und hier ganz bitter hat er es geschafft, so durchzuschneiden, dass ich alles verliere an Bewaffnung und die Mörser hin sind. Schnell nochmal notdürftig nach unten connected, dass ich die Mine nicht verliere. Aber das war bitter. Drei Minigunner und zwei Mörser hin. Ich verkaufe auch den letzten Mörser, weil mit einem Mörser macht das gar keinen Sinn mehr. Das war verdammt bitter. Und hier haue ich ganz viel Hintergrundholz hier oben rein, dass die Buster nicht durchschneidet nochmal. Und macht die Connection nach unten. Hier oben probiert das nochmal. Und ja, also, dass es da nochmal rauswindet, hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen nicht mit den Buster, ehrlich gesagt. Und bei ihm neben der Werkstatt ist auch die Waffenkammer fertiggestellt worden. Das bekam ich gerade gar nicht mit, weil es auf meine Mörser konzentriert war. Und eben auf die Minigunner hier unten. Ich baue einen Sniper als Antwort für die Buster und eben auch zum Einaimen von den Schwarmraketen. Weil die halten nur einen Treffer aus und sind relativ teuer. Bei ihm kommt hier oben noch eine Flak und drei Windturbinen werden gebaut. Während wir die Energie nehmen, die wir einfach zu viel haben, und zwei Superminen machen. Jetzt mit der aktiven Fähigkeit vom Feuervogel einfach mal ein paar Sachen angezündet, weil der Sniper zündet Sachen an, wenn er drauf trifft, und ihr seht, auch wenn er auf eine Metallstrebe trifft, zündet er das dahinterliegende Holz an, was eben wunderbar ist, wenn ihr Gunner rausnehmen wollt, die hinter einfachen Türen stecken. Jetzt hat er keine Buster mehr, hat die eine Flak zur Verteidigung. Und ich denke mal, er wartet einfach drauf, dass wir die abfeuern. Hier war die Idee, ich kann die letzte Mine hier unten rausnehmen, wenn da so ein, zwei Raketen drüber droppen. Die Flak feuert nicht, doch die Raketen sind hier connected und drüber geflogen, was einfach nur bitter war. Allerdings habe ich gesehen, dass die Tür oben aufging. Das war für mich so der Indikator, dass da oben Anti-Air drin sein muss. Also will ich mal da oben Richtung aimen. Und hier zeigt er mir, dass eine Flak drin ist, weil er schießt ja jetzt, die Flak ist im Nachladen, so zumindest die Vermutung bei mir. Das heißt, ich kann meine Schamraketen hier abschießen. Ja, die Flak lädt schneller nach, als ich gedacht habe. Und hier unten ist die nächste. Während bei ihm ist hier auch die T2 läuft, die Munitionskammer. Und bei uns nach wie vor nichts. Wir bauen unseren zweiten Schamraketenwerfer und haben hier noch eine Buster gebaut. Und ja, da kommt noch das Upgrade Center. Also ressourcentechnisch scheint er gut dabei gewesen zu sein. Hier mit dem Sniper die Flak rausgeholt, mit der Buster reingeschnitten, die Windturbinen gefunden. Allerdings ist nichts, wo ich sage, ja geil, ich kann das Game finishen. Und wie gesagt, hier oben kommt jetzt die dritte Windturbine. Einfach weil hier oben safe ist. Ich glaube 80% produziert und ja, das passt eigentlich wunderbar. Hier noch ein bisschen mehr Holz vorgezogen, also man kann hier unglaublich viel Holz vorne dranhängen, ohne dass hier irgendwas reißt. Das ist unglaublich. Und hier ist er da ganz
Ich glaube, der hat hier einfach aus Panik ein Tor reingebaut und das einfach aufgemacht, was eigentlich gar nicht doof ist. Hier wird mein Sniper verkauft. Ich weiß nicht, was der Hintergrund war. Auf jeden Fall mit seiner Flak aimt er jetzt für die Werfer hier unten, die ja nicht verteidigt sind. Also mit dem Sniper einfach hier oben reingesetzt, für den Werfer unten geaimt. Und ich bin sicher, bevor das alles fertig gewesen wäre, wäre der erste Launcher raus gewesen. Jetzt hat er wieder zwei Flak am Start, die Munitionsfabrik ist durchgelaufen und wir haben den Sniper verkauft, weil wir hier Windturbinen reinziehen wollen. Er aimt nochmal mit der Flak runter, macht er clever, er will mit dem Splash-Damage hier unten die Sachen beschädigen und hier oben mit der Flak die Bassor rausgenommen, die gerade einen Gruß geschickt hat. Jetzt mit dem Sniper mal die offene Tür reingeaimt, weil ich mir dachte, ist der ein bisschen doof? Wenn das eine Cannon oder was ist, dann ja, gute Nacht. Hier ein Nuke mit Schwammraketen abgefeuert und mit dem Sniper den Spot hier oben eingeaimt, die Flak rausgenommen, bevor sie schießen konnte, und die erste Nuke connected satt. Wir haben Core Damage. Und jetzt hätte ich mir eine Buzzsaw gewünscht, um einfach hier richtig brachial reinzuschneiden. Allerdings hatten wir keine mehr. Und bei ihm, die Windturbinen sind gehemmt durch das Tor, ganz klar. Er hat noch immer eine Flak, baut die nächste Flak wieder hier oben an denselben Spot, was nicht intelligent ist, weil zum einen ist hier die Tür und zum anderen, ich weiß, dass da die Flak jetzt mal drin ist. Er upgradet seine Minen, das heißt, er upgradet drei Minen, also muss er ja genug Energie gehabt haben. Und hier wollte ich die Flak rausbaiten, indem ich verzögert schieße. Hat auch fast geklappt, wenn das Ding nicht fertig geworden wäre. Die hat mir Nuke rausgeholt und hier hatte ich mal freies Schussfeld auf die Tech. Warum nicht? Und bei uns läuft hier die Fabrik. Wir bereiten die Spots für die Laser schon mal vor, weil an Metall hat es nicht gemangelt. Und gut, an Energie eigentlich auch nicht, nur noch an der Feuerkraft. Hier wieder verzögert geschossen, allerdings hat die Flak irgendwie den Winkel hier oben gehabt und hat die Schamraketen beschossen und die Nuke zerstört. Was bitter ist, hier oben fange ich an, auch nochmal einen Spot für Laser aufzubauen. Wenn ihr eine Waffe placen wollt hier oben, ihr müsst das hier entfernen, weil die Boxen hier sind nur 39 hoch. Das langt nur für einen Gunner oder einen Sniper, aber nicht für einen Laser und schon gar nicht für eine Cannon. Nochmal die Schaumraketen losgeschickt, um zu wissen, wo seine Flak sitzen. Und hier kommt der Howie im Aufbau. Der könnte uns verdammt gefährlich werden, weil hier ist wirklich nur Holz. Ich muss das einfach nur verhindern, dass das gute Ding fertig wird. Und während der Howie hier im Aufbau ist und zwei Türen hat, drei Türen, sind bei uns hier die ersten beiden Firebeams im Aufbau. Die Fabrik ist fertig und ja, nutzen wir das nochmal aus. Jetzt mit der Flak rübergehalten, holt mir Gunner und Sniper weg. Und nervt doch schon massiv mit den Dingern. Zum Glück machen die nicht so viel Schaden, also alles in Ordnung. Und wir laufen mittlerweile auch auf 4 Superminen, 3 Windturbinen, die ein Upgrade erfahren haben, und 3 normalen. Während er nur 2 Windturbinen hat, die beide gehemmt sind. Ich weiß nicht, warum er den Spot hier oben nicht genommen hat. Vielleicht wusste er es nicht, keine Ahnung. Aber noch, stimmt, apropos wusste er nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ihr könnt hier auf dem Spot bei der Map auch noch einen Schwammraketenwerfer platzieren, der dann hier unten rausschießt. Da müsst ihr die Connection nach unten nicht machen und ihr könnt euren Gegner sneak in den Nuke reindrücken, ohne dass ihr die Verbindung unten machen musstet. Also einfach dritte Mine placen und hier unten den Schwammraketenwerfer dran setzen. Bei uns kommt der dritte Firebeam, während bei ihm hier die Kanone im Aufbau ist. Die wird auch erstmal schön geröstet und hier noch ein bisschen tiefer gehalten, beide Windturbinen rausgeholt und sein Howie ist durchgelaufen. Ist auch ausgewählt.
Aber ich glaube, ihm fehlt die Energie. Hier mit dem Sniper nochmal die Flak rausgenommen und jetzt nochmal reingehalten mit dem Firebeam Nummer 1. Nummer 2 wieder auf die Cannon. Ah, die explodiert und nimmt den Howie mit. Der fällt runter, zerreißt die Connection und er ist nackt. Also nicht ganz nackt, sind noch zwei Flak. Aber das ist bitter. Der Howie ist weg und die Cannon ist weg. Hier nochmal Schaumraketen mit Nukes. Konnten easy gehandelt werden von den Flak. Und hier mit Firebeam nochmal reingehalten. Die Tech angezündet. Was bitter ist. Und ich glaube, ich hatte hier Energieprobleme. Weil es kam nur ein Laser. Mit dem hier viel zu hoch geaimt. Ich wollte eigentlich die Minen hier oben rösten. Und mit dem dritten Laser nochmal unten reingehalten. Und ja, er brennt jetzt permanent. Er muss das einfallen lassen. Sandsäcke wäre eine Option. Oder eine Repair Station, wenn er genug Ressourcen hätte. Aber ich gehe nicht davon aus. Mir upgraden nochmal alle Windturbinen, weil Nuke, Schaumraketen und drei Laser sind verdammt teuer. Und bei ihm. Ja, ich beschieße immer wieder die Spots hier unten. Und verhindere, dass er sich irgendwie aufbauen kann. Jetzt oben, ja, die Minen ein bisschen getroffen, ein bisschen gar nicht, ich weiß es nicht. Und hier nochmal reingehalten und hier die Tech unten mit getroffen, was auch nochmal abartig teuer ist zu reparieren. Da geht auch die Munitionsfabrik, also keine T2 mehr für ihn. Die Flak rausgeholt und hier nochmal satt auf die Minen connected. Jetzt auf jeden Fall alle drei getroffen. In der nächsten Salve, wenn sie nicht repariert werden, sind wir hinüber. Hier aufs Energieschild getroffen, meinen Woodsperm selbst angezündet. Doch als Firebird ist das in Ordnung. Da macht mir Feuer erst nicht sowas aus. Und hier kommt unser Plasma-Laser, der das Ganze finishen soll. Die drei Minen oben komplett weggeholt. Hier kommen nochmal die Schaumraketen. Sollten eigentlich die Schilde deaktivieren und ich wollte den Laser beschützen vor der Flak. Hat nicht geklappt. Jetzt versuche ich oben rein zu aimen, was funktioniert. Bisschen hoch, aber es brennt. Und mit dem nächsten Laser ebenfalls oben rein. Ich will die Flak rausnehmen. Zerstöre aber auch die Batterie und damit seinen Core. Und damit heißt es GG. War ein schönes Match und wie gesagt, ihr könnt hier oben auch noch in den Werfer platzieren, um einfach sneaky den Nuke rauszudrücken, wenn ihr wollt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Und ansonsten, genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!